Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thurston. Ja, ihr hört sich, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, was meine Stimme angeht. Gestern hatte ich überhaupt keine Stimme gehabt, also gestern Morgen null und davor den Tag auch null irgendwie. Deswegen lohnt es sich auch nicht wirklich im Moment Videos zu machen. Aber ich würde euch natürlich ganz gerne von unserer Halbzeitpause erzählen. Keine Frage, Leute, wir haben Halbzeitpause. Letzter Clan war die Opas Luxus Couch hier. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Kollegen und Kolleginnen oder Kolleginnen und Kollegen, so muss man es ja sagen. Und ich versuche im Moment die ganze Zeit für euch mal Angriffe nachzuhalten, die nicht mit Rotreitern zu tun haben. Im Rathaus 15, halt der Sound muss weg. Im Rathaus 15 und 16er Bereich, aber im Moment geht immer noch alles so ein bisschen in die Richtung. Aber ich habe so ein paar andere Angriffe gefunden für euch. Jetzt nicht unbedingt aus dem High-End-Bereich hier, aber aus anderen Bereichen. Aber die, die ich auch schon ein bisschen seltener gesehen habe, sind die hier. Das sind die Original-Valkyren, so hätte ich sie fast mal genannt. Nicht die großen Valkyren, sondern die Original-Valkyren. Also nicht die Super-Valkyren, sondern die Original-Valkyren. Und die habe ich in der Form noch nicht gesehen, also in der Spam-Technik habe ich die noch nicht gesehen. Und aber lass mal ruhig reingucken. Ich habe echt lange jetzt gebraucht, aber ich habe für euch ein paar rausgefunden, Leute, wo tatsächlich mal nicht mit Rootreitern angegriffen wurde, sondern auch mal mit anderen Strategien. Die wir sonst meistens nur in den Livestreams sehen, aber ich möchte eigentlich so möglichst wenig wie möglich reden, damit ich irgendwann mal wieder meine Stimme wiederfinde. Das ist schon ein bisschen gasiger. Im Moment habe ich das irgendwie einmal im Jahr, wo 4 Wochen, wo ich weiß, dass in 4 Wochen ist meine Stimme weg, dann ist sie 4 Wochen weg und dann dauert das wieder 4 Wochen, bis das weggeht. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Kann natürlich auch eine ganz handelsübliche Erkältung sein. Eine Grippe habe ich wohl nicht. Ich fühle mich so ganz gut. Habe ich gestern Abend auch in Leistung gesagt. Eigentlich habe ich nichts, außer dass meine Stimme heftig versagt. Das bisschen Husten und Schnuppen hat man halt sowieso dabei. Aber dennoch ist das schon ein bisschen komisch und ein bisschen... Ja, ich sollte eigentlich nicht so viel reden. Aber ich laber schon wieder viel zu viel. Im Moment habe ich auch ein bisschen Angst, was hier den Clan Herausforderer angeht, muss ich sagen, denn wir sind am Aufsteigen. Ja, Toto, warum habt ihr da Angst? Ist doch Sinn und Zweck einer Liga, auf- und abzusteigen. Ja, ich weiß, aber wenn du aufsteigst, dann wird es nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Es wird immer etwas schwerer. Also erst spielst du in der Regionalliga irgendwo, und dann spielst du irgendwo in der Landesliga, dann spielst du irgendwo so zweite, dritte, vierte Liga, dann spielst du irgendwo, also so hieß das früher, glaube ich, Landesliga, ne? Dann spielst du irgendwie so 8. Bundesliga, dann bist du irgendwann mal Bundesliga. Und wenn du dann noch richtig gut bist, dann spielst du im Pokal mit bei der Bundesliga, also Turniere. Und wenn du richtig, richtig gut bist, dann spielst du halt Europa League oder Champions League. Wir spielen im Moment dritte Champions League hier, also wir sind in C3 und sind ziemlich gut diese Saison, muss ich sagen. Wir sind ziemlich gut drauf, also auch was die Dreier angeht. Und was ich natürlich nicht schlecht finde, klar, aber wie gesagt, es gibt auch ganz, ganz andere Angriffsstrategien. Ich gucke mal in den heutigen Clan-Krieg rein, ob wir da was anderes sehen als Rootreiter. Ich weiß ja, wer keine spielt, Leute. Ich weiß, wer keine spielt, oder muss ich doch noch einen Tag zurück? Ich glaube, ich muss doch noch einen Tag zurück. Warte mal, ich muss doch noch einen Tag zurück. Dann war es noch an dem Tag hier. Ich weiß, wer das nicht spielt. Martin spielt das nicht. Ich weiß, dass Martin das nicht spielt. Martin spielt Hybrid. Ja, bin ich ja auch im Moment noch Fan von. Also eine Armee habe ich auch immer noch als Hybrid offen. Aber kann man wirklich richtig gut spielen im Rathaus 16 Bereich. Und ihr seht, die Bases werden ja auch schon ein wenig farbenfroher, beziehungsweise eine eintöniger, so muss man es ja sagen. Es fehlen noch ein paar Gebäude, ein paar Kanönchen, ein paar Bogenschützentürme, aber Tesla sind schon oben, die beiden Scattershots sind hier schon upgraded. Die Infernos sehe ich jetzt noch nicht, die laufen bei mir auch noch, die dauern halt ein bisschen länger, es sei denn, du hast sie mit dem Hammer hochgemacht oder mit was auch immer. Aber ist schon stark mit anzusehen, die Rathaus 16 finde ich richtig, richtig gut. Weiß auch nicht, im Moment
finde ich, ist die coolste Rathausstufe, neben dem Elfer natürlich, was das Design angeht. Beim Elfer sind halt für mich auch immer noch die ausschlaggebenden Kriterien, die heftigen Mauern, also dieses weiße Design auch vom Rathaus und auch von den Mauern. Und alles andere ist ja so ein bisschen bunter Mix. Manchmal steigen ja auch so ein paar Defenses dann in den anderen Rathausstufen hoch, auch wenn es ziemlich selten ist, aber so ein bisschen mehr oder so gab es jetzt in letzter Zeit mal zu machen, wo du vielleicht mal ein Tesla Level mehr hattest auf Rathaus Level 7 oder 8. Irgendwie so war das. Aber dennoch bin ich hier nach wie vor für euch, mit euch am Ball. Und das soll auch eigentlich so bleiben, außer meine Stimme versagt mal wieder gänzlich. Aber im Moment geht es. Ich habe jetzt mal gerade die Gunst der Stunde genutzt, wo es mal nicht ganz so schlimm ist. Aber dennoch, auch gestern Abend, glaube ich, hat man das heftigst gehört. Und wenn ich natürlich viel rede, davon wird es nicht besser. Muss halt Hals und Stimme ein bisschen schonen. Also nicht mehr so rumschreien, wenn hier schlechte Angriffe gemacht werden. Aber schlechte Angriffe, sag mal, dahingestellt. Ich habe gestern auch mal gedreiert, allerdings auch mit Rootrider, deswegen zeige ich euch das gar nicht. Mit Rootrider und Heiler, glaube ich, war es, und einem Warden Walk. Und mit nichts dahinter, glaube ich. Ich habe nichts dahinter gehabt, ne? Einfach nur Rootrider genommen. Kann sein, dass ich ein, zwei E-Titanen dabei hatte oder sowas. Aber dennoch, Hybrid geht immer. Und immer ein paar schöne Angriffe. Hier ist ja auch nicht so schlecht, weil angriffsstrategiemäßig, muss ich echt sagen, ist das sehr eintönig geworden im 16er Bereich, zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch in den Clans ist, ob da auch mal was anderes gespielt wird, so ein cooler Drachenangriff oder sowas. Im Rathaus 16 Bereich, also hier siehst du im Moment nur die Rootrider, deswegen mache ich auch einen ganz kurzen Cut und gehe einmal in den Clan Free to Play. Da finde ich auf jeden Fall mal was nicht mit Rootrider. Rathaus 14 auf Rathaus 14. Hier der Remzi auf dem Movat mit E-Drachen, Leute. E-Drachen Hydra, also nicht ganz Hydra. Oder sollen wir uns jetzt wieder streiten? Oder heißt das auch Hydra, wenn ich E-Drachen nehme? Also ich weiß, wenn ich Drachen nehme, heißt das Hydra. Und wenn ich E-Drachen nehme, heißt das auch Hydra. Oder? Ah, ne, ist gar keine Hydra, weil wir haben gar keine Blimp dabei, sondern ein Superballon. Also kein Ballon, sondern ein Ballon, einen großen Ballon. Einen sehr großen Ballon sogar. Der ist auf Max Level und sieht auch richtig cool aus. Der sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die Max Loons. Was war da eigentlich drin? Was hat er da eigentlich weggemacht? Ah, so ein bisschen die Ecke da aufgeräumt. Klamburg da rausgelöckt. Okay, sodass er ein bisschen Passing hat hier für die E-Drachen. Also in dem Bereich, 14er Bereich, habe ich die jetzt schon länger nicht gesehen. Aber man muss auch darauf achten, okay, was denn eigentlich für Gegenstände dabei sind. Das sind noch die Originalgegenstände und das ist Handschuh auf 9. Okay, so weit ist es auch noch nicht. Da habe ich ja aber schon teilweise auf 13, auf 15. Aber okay, wenn die Leute natürlich neben der CWL und den Clankriegen, wenn sie den Clankriegen spielen, nichts anderes machen. Wir machen das ja im Moment im doppelten Sinne. Das heißt also, wir gehen mit Rathaus 12, 13, 14, 15 und 16 noch zusätzlich in einen anderen Clan und spielen jeden Tag noch einen schönen Clankrieg. Wobei schön ist mal dahingestellt. Im Moment mal wieder Mismatchmaking aller feinster Kajüte auf Seiten von Supercell und unseren Clan. Klar ist man natürlich immer am Meckern, wenn man im Nachteil ist. Wenn du im Vorteil bist, bist du nicht am Meckern. Dann findest du das alles toll. Aber wenn man im Nachteil ist, dann findet man das nicht so gut. Vielleicht findet man das auch nicht so gut, wenn man im Vorteil ist, wenn es zu einfach wird. Kann auch sein. Ich finde das eigentlich auch nie gut, wenn man im Vorteil ist. Aber endlich mal etwas ohne Rootrider. Ich meine, man muss nur in den unteren Bereichen gucken. Dann findet man in jedem Fall was ohne Rootrider. Ganz klar, weil ab 15 und runter kannst du die nur noch in der Clanburg mitführen. Und nicht mehr bei uns. Aber auch hier, fünfter Spieltag im Moment am Laufen, Leute. Und Saison sieht sehr, sehr gut aus. Oh, ich kann gleich hingucken. Free-to-play hier echt am Abholen. Holiday Home haben wir geschlagen, weil die nicht mehr angegriffen haben. Aber 62 zu 60, glaube ich, gewonnen, ne? Gegen Holiday Home. Lass mal gucken da oben. Ja, 62-60. Und naja, wenn es so weitergeht, dann, Leute, werden wir hier schwarz. Meister 3 ruft. Sehr schön. Okay, letzter Spieltag für heute. Beziehungsweise letzter Spieltag. Letzte Angriffe für heute. Alpha macht immer ein Hybrid hier. Sanchez 14, weiß ich gar nicht, was Sanchez so spielt. Aber mal gucken.
lass mal gucken, weil alles bekomme ich auch nicht live mit. Okay, ich spiele auch nur weird. Alles bekomme ich auch nicht live mit, Leute. Abends habe ich jetzt immer meine Angriffe gemacht mit ganz vielen Accounts. Hab dann nebenher natürlich noch eure gezeigt, oder wenn wir irgendwas anderes live hatten. Ich denke mal, der Abend ist mal ganz gut gefüllt, die 2-3 Stunden, die ich eigentlich nur in der Woche online komme. Und am Wochenende werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr machen. Also da müssen wir mal in meinen Streamplan rausschauen. Im Moment halte ich mich ganz strikt daran, was der Streamplan sagt. Manchmal fange ich ein paar Minuten eher an und höre dafür ein paar Minuten eher auf. Nee, später auf. Und also die Zeiten sind immer nur Schall und Rauch. Wenn da steht, Toto macht nur von 9 bis 11, da lohnt das Einschalten ja fast nicht mehr. Ja, stimmt aber nicht auch. Gestern habe ich wieder von 9 bis 12 gemacht oder bis 12:30. Also da geht dann schon was, dann immer auch so ein bisschen so im Flow und möchte eigentlich gar nicht aufhören, weil es so interessant ist. Und wir haben aber alle Clan-Kriege gestern Abend abgewartet und sieht wirklich, bis auf in Clan-Totus-Bande, da sieht es nicht ganz so schick aus, muss ich sagen. Das ist wieder so eine Woche, wie du sie nicht haben willst, weißt du? Das ist so eine Woche, wie du sie überhaupt nicht haben willst. Nur Hit-Up und zwar nicht über eine Rathausstufe oder so, nein, gleich über 2 oder 3 Rathausstufen. Das ist schon ziemlich mau, was sich da mal wieder abspielt. Aber okay. Ein paar Ligamedaillen nimmt man aber trotzdem gerne mit und wenn wir die Liga auch dort halten, dann haben wir Ziel erfüllt, aber ich denke mal, da muss man sich immer darauf einstellen, dass gerade in dem Bereich wir immer, Matchmaking gibt es ja nicht, wir immer gut gemeinte Gegner haben, so muss man sagen, nicht immer gut gemeinte Gegner. Ist auch diesmal wieder knapp, Leute, für nächste Saison suchen wir wieder Leute, Rathaus 14, 15, 16 hier, um unsere Liga zu befüllen, egal ob im Clan Free-to-Play oder bei Totus Band. Ich glaube, bei Herausforderer ist nach wie vor sehr stabil, aber auch da könnten wir den einen oder anderen Auswechselspieler gebrauchen, denn wir haben da auch nicht mehr so viel. Sind da jetzt, glaube ich, schon mit einem Gast am Kämpfen oder mit 2 Gästen am Kämpfen und weil auch dort ist so der ein oder andere abgesprungen oder wie sich jetzt auch herausgestellt hat, mal wieder, dass eine Person mit 2 Accounts einen Tag nicht angreift mit dem einen Account und den nächsten Tag auch nicht mit dem anderen Account und dann weiß eigentlich, dass die Leute weg sind. Aber ich hätte auch fast so gesagt, das war auch so eine Eintagsfliege, als Rathaus 16 rauskam, waren wieder viele geil und im Hype, weißt du, so ja. Okay, ich wechsle eben auf das Drama bei Totus Bande. Denn auch hier haben wir so ein bisschen was zu kämpfen. Rathaus 11 ist das, ne? Rathaus 11 auf Rathaus 12 gerade so 1, aber hat schon 3 Infernos. Ne, hat er noch nicht, okay. Hat noch den 3. Inferno noch nicht. Das heißt, das ist eigentlich noch eine Rathaus 11 Maxed Out Base hier. Und wo war ich stehen geblieben? Ja, dann gerade so immer wenn es so neue Rathausstufen gibt oder irgendwas Cooles Neues im Game ist, dann kommen die Leute wieder so nach dem Motto, ja, ich habe Bock ohne Ende und ich bin wieder dabei, kannst auf mich zählen und rechnen. Weißt du, und dann passiert genau das Gegenteil. Du kannst dich nicht auf die Leute verlassen, weil irgendwann sind genau die das, die auch wieder dann als erstes, ich nenne das mal so, als erstes wieder aussteigen aus dem Game, weil sie keine Lust mehr haben. Okay, das geht auch ganz ohne Gift. Hier sehe ich gerade so einen Drachen hier mit dem Eispfeil. Sehr, sehr schick. Ihr seht den Eispfeil übrigens nur, wenn ihr den Original-Skin equipped habt. Habt ihr einen anderen Skin equipped, seht ihr manchmal den Eispfeil nicht, sondern was der Skin als Animation hergibt für den Pfeil der Queen. Ist das der Eispfeil, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Und das sind dann auch gleich wieder die Ersten, die dann wieder gehen und dann müsstest du ja eigentlich so eine Deadliste machen, so nach dem Motto, wenn der bei Rathaus 17 auch wieder kommt, dann glaub ihm kein Wort. Der wird sowieso wieder gehen und wird dann nicht mehr angreifen, auch ohne was zu sagen. Ja, die Leute machen einfach nichts und wir sperren sie dann für die Clankrieger, also sie gehen dann nicht mehr mit, wir tauschen sie aus, da sagt aber auch keiner was zu. Na, da sagt auch keiner mal, oh, Entschuldigung, hab verschlafen, so wie ich das immer mache. Nö, da wird einfach so, na, so das wird so hingenommen. Ja, das wird so hingenommen, auch wenn wir ja gerade bei den Herausforderern ist uns das nämlich passiert. Auch wenn wir da gewonnen haben, heißt es ja nicht, dass wir uns zurücklehnen. Naja, das sind alles so
so Geschichten am Rande von Clash of Clans, so wie es mal sagen, oder die eigentlich immer so Clash of Clans betreffen, immer das Gleiche, immer dasselbe Gejammer, immer dasselbe Geheule und auch immer wo, aber nicht dieselben Angriffsstrategien hier. Die Kari hier ist aber richtig weit gekommen, ne? Holla, die Waldfee. Nicht schlecht. Zack, da ist die Geschichte und wofür hat er die eigentlich jetzt noch? Was ist da jetzt drin? Was könnte da jetzt drin sein, Leute? 40 Barbaren. In Barbaren braucht das Land. Nein, Mohawks. Hawks, okay. Ich hatte euch gesagt, keine Wurzelreiterin mehr, Wurzelkriegerin mehr. Okay, hier ist noch eine. Ja, ärgerlich. Aber die konnte jetzt auch nichts mehr viel zum Sieg beitragen, außer die Mauern für die Hawks aufmachen. Aber wie gesagt, hier wieder kleines Drama und dann hast du auch noch, also im Moment sieht es noch ganz gut aus, Leute. Wir sind nur Sechster. Ich denke mal, ich hoffe mal nicht, dass wir absteigen. Aber hier gibt es dann auch solche Sachen wie, hier ist immer ein Kommen und Gehen, ne? Aber ihr seht dann auch so Sachen, dass der Gegner dann hier so hämisch in den Clan reinkommt. Ich gucke mal gerade, wann es war. Das war so, glaube ich, vor 2 Tagen. Und so viel wurde hier jetzt nicht gesprochen. Ich guck mal gerade, dann kommt der Gegner hier noch hämisch rein. Ah, schade, ist nicht mehr drin in den Chat. Und schreibt rein, also nur in die Bewerbung, wir nehmen ihn ja nicht an, dass wir arme Leute sind und wir sollen uns nicht ärgern, dass wir den Clankrieg verloren haben gegen so eine, waren das gegen die hier, die wir so hart verloren haben, gegen die Brave Archer, nee, das war noch ein Tag eher, glaube ich, das war beim dritten Krieg, 83 zu 50 von den Friends hier, ja, also, bis zu dem Zeitpunkt hatte Farnsworth 1 Stern und das zog sich bis hier oben hin rein. Ihr seht das hier, 14er, 15er, 16er, keine Chance und hier unten erst recht nicht, weil das ist ein normaler Clan, der hier eigentlich nicht reingehört. Okay, ich habe versucht, euch ein bisschen Liga-Alltag mal wieder nahezulegen und bin auf jeden Fall zu einer Aufnahme gekommen, muss aber jetzt aber mal wieder so ein bisschen meine arme Stimme ein bisschen schonen und dann hoffe ich trotzdem, dass euch das Ganze ein bisschen zur Halbzeit hier gefallen hat, also ein bisschen Liga gequatscht, ein bisschen Halbzeit, ein bisschen Clash of Clans vor allen Dingen und nicht mehr über die Themen, über irgendwelche vage Geschichten, was kommt, was wird, Leute, Rathaus 17 will kommen, da könnt ihr sicher sein, nach 16 kommt 17, das ist einfach so. Und dass die Abstände jetzt natürlich etwas kürzer werden, das hat mich auch ein bisschen geschockt und gibt mir nochmal zusätzlich ein bisschen Druck, vor allem mit den vielen Accounts, die ich teilweise spiele. Da habe ich jetzt schon manchmal Probleme, dass ich da hinterherkomme oder es frisst einfach unheimlich viel Zeit, alles zu machen. Kleinstadt, Dunkeldorf, CK, CWL, nebenher noch Farm, ein bisschen ein paar Spielen und so weiter. Ihr wisst auch, worauf ich hinaus will. Das kann echt mal in die Stunden gehen. Aber okay, die Stunden verbringe ich auch gerne mit euch live vor der Kamera. Twitch.tv/TotoClash ist eure Adresse. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und dann könnt ihr sicher sein, dass ich für euch weitere Videos bringe. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, euer Toto. Flasht.